Ein Kunde hat mich mal gefragt, was kann er tun, jetzt nachdem er befördert worden ist, um in guten Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Ja, Smalltalk war nicht so sein Thema, Smalltalk war eher etwas, was für ihn anstrengend und ermüdend war. Und ich habe mit ihm ausgearbeitet, was ihn als Menschen interessiert. Und bei ihm waren es Ziele, Visionen, da wo die Menschen hinwollen, das war so das, was seine Leidenschaft ist. Und dann haben wir daraus abgeleitet, Fragen, die genau dorthin führen. Das heißt, dass er im Smalltalk nicht über das Wetter spricht, sondern eben darüber, was die Leute interessiert. So Fragen wie, was ist dein Ziel? Was ist deine Leidenschaft? Wo möchtest du im Leben hin? Oder auch so eine Frage wie, wenn du alles Geld der Welt hättest, was würdest du dann tun? Oder auch, warum tust du das, was du tust? Was gibt dir da Leidenschaft? Was gibt dir da Sinn? Da haben wir ganz viele Fragen ausgearbeitet, die er dann jederzeit stellen kann, wenn er in Kontakt mit anderen Menschen ist. Das heißt, Smalltalk wird dann spannend, Smalltalk wird dann interessant, wenn es um die Dinge geht, die dich interessieren. Und das einfachste Element dafür sind einfach Fragen zu stellen. Wenn dich was anderes interessiert, musst du natürlich auch andere Fragen finden. Könnte auch sowas sein wie, was ist eine peinliche Kindheitserinnerung von dir oder eine interessante Kindheitserinnerung, wenn man noch nicht so nah im Kontakt ist. Du kannst dir in jedem Lebensbereich spannende Fragen zusammenstellen und dann wird das Smalltalk auch interessant und nährend für dich.